Heute sind wir in der Glockenschmiedestube in Fulpmes. Johann, du hast das übernommen. Wie lange gibt es eigentlich diese Glockenschmiede schon? Die Glockenschmiede gibt es jetzt schon relativ lang. Die ist in der Nachkriegszeit ist das so entstanden. Dazumal haben sie noch ein bisschen andere Sachen gemacht, aber es sind relativ schnell draufgekommen, dass eigentlich Schellen ganz viel produziert werden sollen, weil viele gebraucht werden. Es hat auch in Fulpmes 4 Firmen gegeben, die was Schellen produziert haben. Übrig geblieben ist jetzt noch die als einzige, Gott sei Dank. Und somit habe ich einen coolen Job. Außen steht Glockenschmiede, herinnen sieht man als Schellen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Glocken und der Schellen? Ja, die ganzen Leute meinen alle, weil eine Kurglocke ist richtig eine Glocke wie eine Kirchturmglocke, aber meistens ist das nur ein Wortlaut. Und sein tut die Glocke eigentlich meistens eine Schelle. Und eine Schelle und eine Glocke hat ganz extreme Unterschiede. Eine Schelle ist normalerweise aus einem Blech und wird ganz unterschiedliche Formen oder kann ganz unterschiedliche Formen haben und muss eine Beschichtung kriegen oder kann auch nicht kriegen. Kann nachklingen, muss nicht nachklingen. Und eine Glocke hat eigentlich, wie man es auch kennt, von der Form von Kirchturmglocke, ganz eine eigene Form, von unten nach oben weiter. Und ist eigentlich immer aus einer Messe, Bronze oder so einer Legierung eigentlich aus der Masse. Und hat eine bestimmte Stimmung, oder? Was genau passen muss? Ja, bei der Glocke kommen oder gibt es Spezialisten in Tirol oder auf der ganzen Welt und die wissen genau, was für eine Legierung dass sie brauchen, was für eine Wandstrecke dass sie brauchen, was für eine Größe dass sie brauchen, um genau den Ton auszukriegen. Jetzt sehen wir da hinten überall so Schellen und Bleche. Wie entsteht jetzt die Schelle genau? Was sind so die Arbeitsschritte? Ja, es gibt grundsätzlich drei grundsätzliche Arten von Schellen. Das ist einmal eine Flachschelle. Die wird aus einem Teil, aus einer Platine ausgestanzt, zusammengebogen und geformt. Nachher gibt es die bekannteste Schellenform ist eigentlich, das ist die Froschmalzschelle. Die werden zwei Halbteile gemacht. Die zwei Halbteile werden miteinander verschwarzt und dann wird sie weitergearbeitet. Und dann gibt es noch die aufwendigste, das ist eine handgeschmiedete Schelle. Die wird komplett über die Esse noch geschmiedet. Und ist natürlich von der Qualität, von Klang her mit Abstand das Beste, aber halt auch das Aufwendigste. Also so quasi der Ferrari unter den Schellen, oder wie? Eigentlich der Ferrari unter den Schellen und der ist sicher unverwüstlich. Wenn man jetzt da hinten schaut, das ist ja alles, glaube ich, Stahlblech. Die, was ich kenne, die ganzen Schellen, die sind ja eigentlich so golden. Werden die auch noch golden oder bleiben die so? Nein, die werden auch noch golden. Eigentlich ist das ja eigentlich der Hauptarbeitsgang. Wir tun alle Schellen. Wenn sie eigentlich so gut wie fertig sind, kommen sie in ein Zentrum, das ist wie ein Lötvorgang. Ist in ein flüssiges, heißes Messing, ungefähr 1200 Grad, und da wird die getaucht. Somit haben wir gleichzeitig den Lötvorgang und alle Klussen, alle Ritzen zu und die Festigkeit und die Oberfläche alles gleichzeitig. Das ist eigentlich unser Hauptarbeitsschritt und ich glaube, dass das auch großteils in sehr gute Qualität ausmacht. Ist das bei den Schellen, gibt es da auch bestimmte Stimmung oder ist das einfach so, dass die Kleinen die hellsten sind und die Großen, die Kumpf, wie wir im Unterland sagen, die dümpfesten? Oder gibt es da auch ganz bestimmte Stimmung? Ja, es gibt ganz, ganz bestimmte Stimmung. Wir wissen ganz genau, wenn eine Schelle eine gewisse Form hat, nachher kann nur ein gewisser Ton auskommen. Ich kann ganz fest variieren mit der Blechstärke. Wenn ich jetzt eine Blechstärke mit 2,5 Zehntel dicker oder dünner nehme, hat sie ganz einen anderen Ton. Wenn ich die Maulöffnung um einen Millimeter kleiner oder größer mache, hat sie ganz einen anderen Ton. Das heißt, wir können gewisse Schellenformen können wir ganz genau nach Tonleiter stimmen. Und wo findet man jetzt deine Schellen überall? Für was werden die verwendet? Ja, eigentlich findet man die Schelle auf der ganzen Welt mehr oder weniger. Hauptsächlich wird sie nur verwendet, wirklich für die Weidetiere. Alles, was auf der Alm oben ist, normalerweise ist es so, dass fast jede Kuh auf der Alm oben eine Schelle oder zum Teil auch eine Glocke anhat, damit sie wirklich der Bauer oder der Sender noch findet. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe von einer Schelle. Aber nichtsdestotrotz hat sich aus dem Ganzen aus ein riesen Souvenirartikel entwickelt, weil die Touristen gerne einen Artikel haben, was in der Gegend verwendet wird. Und mittlerweile machen wir eigentlich fast die Hälfte der Produktion rein als touristische Schellen.
ja, Souvenir aus Tirol. Das heißt, die Kühe haben die Schellen um, damit die Touristen sehen, wenn die kommen oder hören, wenn die kommen. Und die Touristen haben die Glocke, damit die Kühe wissen, wenn sie ausstellen müssen, wenn die Touristen am Weg sind. Das ungefähr. Ja, ungefähr so war es eigentlich. Und wenn jede Kuh nur hat, nachher wissen jeder Tourist, aha, da ist irgendwas. Und da soll man ein bisschen aufpassen und schauen vielleicht. Und die Glockenschmiede ist auch weiterleben. Und wir können weiterleben. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir noch lange weiterleben. Na, wünsche ich viel Erfolg, bedanke mich für diesen Einblick in die Schellen- und Glockenschmiede. Und wir sehen uns wieder nächste Woche bei allerhand aus dem Tiroler Land.